Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dishonored 2. Ja, beim letzten Mal haben wir uns hier auf den Weg zur Ashworth, so heißt sie, gemacht, ne? Wir sind noch nicht in ihrem Hauptquartier. Wir wollen uns gerade noch die zusätzlichen Hinweise beschaffen von diesem Overseer. Denn dann haben wir, glaube ich, mehr Möglichkeiten, die gute Dame auszuschalten bzw. zu beseitigen. Schauen wir uns hier Stockwerk für Stockwerk, würde ich sagen, ein bisschen um. Ja, und dann gucken wir mal, was hier so auf uns wartet. Breakable Door locked. Da pennt einer, da sollten wir wahrscheinlich nicht probieren, das Ganze einzuschlagen, sonst wecken wir den auf. Door is blocked, okay. Hier ist, ja, dahinter ist auch nichts, ne? Hier steht zwar so ein bisschen die Tür offen, aber das ist nur so ein... Hört er das? Irgendjemand hier kann man, glaube ich, auch durch, wenn man den richtigen Skill hat, oder? Ich glaube schon. Irgendjemand spricht da. Ich kann es nicht ganz zuordnen, von wo das kam. Wir schauen uns erstmal hier weiter um. Ich möchte, da stand zwar Breakable Door, aber ich möchte die Tür nicht einschlagen, weil, wie gesagt, der Kollege pennt ja direkt dahinter. Können wir das Gemälde klauen? Nein. Okay, irgendjemand pfeift hier, also auch irgendwelche Wachen. Anscheinend unterwegs. Okay, so eine Exhibition, also eine Ausstellung, die Rosebery irgendwas Ausstellung, ist geschlossen wegen Bloodflies Infestation. Ob das denn stimmt, keine Ahnung. Denn die Ashworth hat da anscheinend ihre Finger im Spiel. Die hat nämlich gesagt, wurde nämlich interviewt auf diese Entscheidung hin. Von daher, wer weiß, warum das denn in Wahrheit geschlossen ist. Okay, wir müssen eventuell dann doch darum, Leute. Gut, das sind nur zwei Wachen. Dann schauen wir nochmal. Jetzt wollte ich eigentlich mal den Alarm testen. Kann man denn... Das haben wir noch nie gemacht. So, und würden wir dann da einen anlocken? Können wir denn Stun Mine... Stuns Enemies, guck mal. So, also mein Plan ist jetzt, dass ich die da reinlock. Und dass die dann gestunt werden. Ja, würde ich mal sagen, der Plan ging ein bisschen in die Hose. Aber sie haben es gehört. Wie kann man sich denn nochmal lehnen, Leute? Wie war denn das nochmal? Y, ne? Ja, genau, Y. Hey, where do you think you're going? Upsi. Wo kommst denn du her? Ja. Jawohl, kriegen wir den Dart wieder? Jawohl, sehr gut. Beste Bone Charms ever. Wenn wir jetzt immer diese Darts verwenden können, ist natürlich A, ein bisschen arg easy, aber B, ihr kennt mich. Ach, da hinten ist noch eine Tür jetzt. Ihr kennt mich. Ich bin nicht der... Kein Freund der großen Herausforderung. So, okay, jetzt haben wir hier nur noch einen. Ja gut, dann nehmen wir die wieder mit. So, gut. Dann haben wir das mit dem Alarm gemacht. Gebracht hat's nix. Ach, zwei sind da. Moment, Vorsicht. So, ich hoffe, der andere dreht sich nicht um. Ich hoffe, der andere dreht sich nicht um. So, den legen wir mal gerade hier hin, den Kollegen. Und dann... Ganz ehrlich, ich glaube, den anderen brauchen wir gar nicht. Warum bin ich jetzt hier lang? Hier müssen wir doch nicht lang. Ach komm, jetzt betäuben wir den auch noch. Warum nicht? Den lassen wir aber einfach hier liegen, Leute. Irgendwo höre ich noch jemand rumstachseln, aber ich glaube, hier ist es nicht. So. Kupfer. Sehr gut. Ach ja, guck mal, da können wir auch noch rein. Das Level-Design ist schon geil gemacht von dem Spiel. Das gibt's nix. Okay, das sind die, das waren jetzt die Anleitungen, wie man die Windmühle hier bedient. Und during high wind speeds ist das Risiko da, dass das Ganze die Sicherheitsmaßnahmen überlädt. 100% kannst du das machen. 100%, da bin ich mir so sicher, können wir irgendwie das hier so hintricksen, hinbauen,
dass diese Windmühle so viel Strom produziert, dass das die Wall of Light, die da hinten ist, überlädt. Das will ich jetzt natürlich machen. Da habe ich natürlich jetzt Bock drauf. Die Frage ist, müssen wir einfach nur an dem Hebel ziehen? Ja, da waren zwar gerade Instructions, aber so ganz klar war es nicht, weil da stand so viel drauf. Irgendwie... Oh. Oh, oh. Was war denn das jetzt so laut? Ja. Der kommt aber nicht bis hier hoch, ganz ehrlich. Check Windspeeds stand da irgendwo. Aber ich meine, den Wind... Alter Schwede, wo bist du denn, Kollege? Okay, wir machen mal gerade das Ding an. Wo ist der denn? Der rennt hier irgendwo in der Nähe herum. Ich bin auch gerade nicht im Schleichimodus gewesen. Da ist er. So, you are auch choked out. Also, bewusstlos gewirkt. So, looten wir direkt. Okay, sehr gut. Ja, der war noch, weiß ich nicht, wo der herkam. Irgendwo ist der noch herumstrawanzt. Naja, also, um die zu überladen, braucht man natürlich mehr Wind. Den Windbeschwörungstanz haben wir noch nicht gelernt. Ich hätte ihm vielleicht gedacht, dann einfach in eine andere Richtung drehen. Wisst ihr, was ich meine? Halt in eine Richtung drehen, wo mehr Wind weht. Die Windrichtung, sozusagen. Ja, keine Ahnung. Okay, wir gehen erstmal hier wieder weiter durchs Gebäude. Wir sind hier noch nicht fertig mit der Windmühle, aber wir schauen uns erstmal, das dauert eh noch ewig hier alles. Aber echt geil, das Level-Design ist schon echt, echt mega geil gemacht. So, okay, ich will jetzt erstmal hier weiter hoch. Irgendwas höre ich noch. Achso, ist der Ventilator, der hier an der Wand hängt. Okay, gut, hier geht's gar nicht weiter hoch. Sehr gut, ja, gut, dass wir uns das hier angeschaut haben. Hier geht's nicht weiter hoch. Okay, gut. Wir müssen noch durch diese Tür. Wir müssen irgendwie da runter und dann da rein. Und nochmal ganz gut umgucken hier. Also da hoch würde es noch gehen, aber da war ja nichts, ne? Hier sehe ich zumindest nichts. Ich darf mich lügen, aber meiner Meinung nach geht es hier nicht weiter. So, ich könnte jetzt hier an dem Hebel ziehen. Was ich jetzt einfach aus Interesse mal mache. Gerade mal speichern. Ach, okay, einfach nur ausschalten. Ja gut, so geht's natürlich auch. Naja, ihr seid wahrscheinlich 100% schon drauf gekommen. Ich habe halt da überladen gelesen und dachte ich mir, ja gleich, geil, das will ich machen. Aber natürlich, wenn die den Strom für die ganze Anlage gibt, brauchst du es ja nicht unbedingt überladen. Du machst es einfach aus und gut ist. Okay, gut, Wall of Light ist aus, sehr gut. Und hier ging es ja rein, genau. Ist das der High Overseer? Jetzt machen wir nochmal ganz kurz die Dark Vision an. Nicht, dass da noch irgendjemand anders ist. Ich habe irgendjemand noch gehört. Aber hier sehe ich nichts. Nee, sieht mir nicht so aus. Okay. So, wenn er aufwacht, kriegt er ein Sleep da drauf. Okay, ich würde ihn gern ausrauben. Sehr gut. Hat der sonst noch irgendwas? Irgendwie einen Schlüssel oder so? Nee. Warum hat denn der so eine Totenkopfmaske auf? Okay, oh, oh. Wer? Irgendjemand hat uns jetzt gehört, aber wer denn? Der Typ pennt noch. Okay, keine Ahnung. Ja, in dem Zeitungsartikel stand nur drin, dass diese Order of the... Ach, wie heißt denn? Orchids oder wie das jetzt hieß? Orchideen oder irgend sowas. Dass die noch sehr gespalten ist in der Meinung, ob sie denn die Delilah als Empress anerkennen oder nicht. Darum ging es hier im Endeffekt. So, wir schleichen uns hier vorsichtig um den rum. Weil ich habe es ja schon mal gesagt, den jetzt bewusstlos zu wirken, ist natürlich easy, aber nimmt ein bisschen den Spaß raus oder die Spannung raus.
Okay, da heißt es irgendwie, dass die Ashworth eine Bedrohung ist. Für wen denn? Die Overseer stecken, unterstützen doch eigentlich hier unsere Feinde, oder? Das ist mir nicht ganz klar, aber gut, hier kommen wir eventuell dem Ganzen ein bisschen mehr auf die Schliche. Okay, hier haben wir jetzt quasi eine Map, die wir sehen. Guck mal, Lobby, Curator Ashworth's Office, Elevator, Roseboro Prototyp, okay. Das ist wahrscheinlich dann diese Roseboro-Ausstellung, ne, die ja angeblich wegen Bloodflies geschlossen ist. Archive, okay, sehr gut, Map ist immer gut. Und hier haben sie irgendwie so eine Verbindung gezogen. Die Roseberry-Ausstellung ist gecancelt wegen der Ashworth. Und die, irgendwas and the Sisters. Ist das dieser komische Orden, diese Sekte? Keine Ahnung. Okay. Interessant, interessant, interessant. Trap and Loot klingt gut. Disarm and Loot klingt gut. You can't carry any more of these traps. Okay, auch nicht schlecht. Dann haben wir hier noch was. Hier haben wir noch was. Ja, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht, dass der Gute aufwacht davon. For a while I believed Ashworth has some connection to the occult in Karnaca. Something is happening that I don't understand. The overseers are the forward face of the Abbey, but equally important are our sisters from the Oracular Order. To be direct, I suspect something is wrong within their sect. Subtle changes to the types of proclamations they've been making. Small but troubling deviations from tradition. But publicly saying anything along those lines will get me accused of heresy by my rivals within the Abbey. Is it possible that Ashworth has infiltrated the Oracular Order? So Vice Overseer Byrne thinks Ashworth is interfering with the Oracular Order. If true, it's another reason she has to be eliminated. Und warum? Okay, so ganz raff ich es nicht. Also anscheinend, was ich nicht so ganz raff ist, okay, die, da ist anscheinend so, habt ihr das gehört? Bin ich jetzt irgendwie in eine Falle reingelaufen? Ja, bin ich, hier bin ich reingelaufen, aber wir haben die ja, oh, 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 wo ist, da oben rennt einer rum, ich hab den, ich hab den gerade schon gehört, aber wo kommt der Kollege denn wieder her? Wo kommt der Kollege denn her? Da ist er. Da oben rennt schon wieder einer rum. Wo der herkommt, keine Ahnung. Gut, der weckt die anderen Gott sei Dank nicht auf. Und hier runter kommt er auch nicht. Jetzt können wir den wenigstens noch looten. Ach, guck mal, kriegen wir unseren Sleep Dart wieder. Das war mir schon klar, dass der Kollege aufwacht, wenn wir das Audiolog hier abspielen. Was mir nicht so ganz klar ist, ist, warum wir da quasi, warum uns das tangiert, dass diese zwei Orden sich da, ja, nicht bekriegen, aber misstrauisch gegenüber sind oder da irgendwelche Machtspiele haben, aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen ausgeklärt. Okay, da geht's um diese Sisters of, Moment, wie heißen sie nochmal? Sisters of the Oracular Order und wie die Entscheidungen treffen. Eigentlich ein ganz nettes Prinzip. Jede Stimme wird gehört und manche Schwestern müssen auch on purpose quasi, also mit Absicht, so ein bisschen kontroversere Meinungen äußern und dann wird abgestimmt und das, die Chefin muss es am Ende noch, muss aber am Ende noch zustimmen im Endeffekt. Ja, mir wie gesagt nicht so ganz klar, gut, okay, wir sind ja auch Empress und irgendwie, oder wir waren mal Empress und irgendwie glaube ich an das Grund, an das ganze Grundsystem, dem diese Gesellschaft hier folgt, also dieses ganze Machtgefüge mit diesen Overseern, ich glaube im Grunde glauben wir ja auch daran, dass das eine gute Idee ist, sonst wären wir ja nicht Empress, eventuell. Das ist jetzt einfach Spekulation meinerseits. Ja, wollen wir halt das Grundsystem schon beibehalten, nur mit wem wir halt ein Problem haben, ist hier unsere gute Schwester, die sich da quasi uns geputscht hat. So, den Boneschirm haben wir immer noch nicht gesehen. Der ist 27 Meter. Ach nee, das ist der im Schwarzmarkt, Leute. Dem Schwarzmarkt könnten wir eigentlich mal gerade wieder aus
ausklinken, ganz ehrlich, denn... Ach, da hat er noch eine Pistole unterm Kopfkissen liegen, sehr gut. Und herzlich willkommen zurück, da ist das Spiel abgeschmiert. Ist auch noch nie passiert, da habe ich einfach nur den Select-Knopf eigentlich gedrückt auf dem Xbox-Controller. Ich weiß auch nicht warum, irgendwas wollte ich tun. Und... Ja, es ist Spiel abgeschmiert. Ich glaube, ich wollte das hier tun. Ich wollte eigentlich hier das Herz auswählen, aber richtig quasi einfach auf den Desktop geflogen. Alter Schwede, es ist zu viel. Da weiß ich gar nicht, was ich markieren soll. Es ist echt zu viel, ey. So, locken wir mal die Rune ein. So, da oben rennt ja noch so ein Kollege rum, ne? Der hat aber jetzt gerade... Der ist auch eben schon wieder... Also ich habe es hier gerade nochmal hingespielt. Das hat mich eine Minute gekostet. Ach Moment, das haben wir noch nicht abgespielt. Genau, so. Das haben wir ja schon gehört, Leute. Da rede ich jetzt drüber. So, jetzt ist sie... Ach, diesmal ist es eine Sie. Ja, da ist sie. Diesmal ist es... Wir sind quasi in einem alternativen Universum nun, da das Spiel abgeschmiert ist. Es ist zwar alles ähnlich, aber diesmal ist es eine weibliche Wache, anstatt eine männliche. So, wir müssen wieder durchs Fenster raus, glaube ich, oder? Nee. Nee, wir können noch durch die Tür. Oh, guck mal. Gut, dass es noch an war. Die kommt hier runter, die Kollegin. Ach komm, der brennt mal eine drauf im Sleep Dart. Zur Not. Wo ist sie denn? Da ist sie. Wo kommst du eigentlich her, gute Dame? Das gibt's doch nicht. Wir haben doch echt alle hier ausgeschaltet. Alter Schwede, gerade noch rechtzeitig. Gerade noch rechtzeitig. So, nee, ich wollte die nur looten. So, okay, und da müssen wir dahinter. Okay, also das Alternative haben wir jetzt gemacht. Jetzt müssen wir hier uns hier hinten rumschleichen. Und genau, den Shopkeeper Associate, den wollen wir natürlich auch befreien. Aber erst will ich nochmal dahinter schauen, bevor wir dann da lang weitergehen. Es gibt ja hier so viele Sachen zum Anschauen. Er ist ja auch geil. Ist noch nicht waschtag, kann meinen eigenen Gestank nicht mehr riechen. Sehr gut, Kollege. Waschtag muss ich heute auch noch machen. Wie gesagt, war ja zwei Wochen jetzt weg. Da hat sich jetzt was angesammelt. Ja, ich bin kein Freund davon, Wäsche zu waschen. Aber ganz ehrlich, mit Waschmaschine und Trockner ist das ja heutzutage echt alles Kinderspiel. Ich schmeiß auch immer alles in den Trockner. Die Freunde von meinem... Ach, shit. Und schnell wieder da hoch. Warum sind wir denn da jetzt runtergefallen? Window, guck mal, da kannst du hier durchs Fenster. Sehr gut, das machen wir. Manchmal die Texturen geben das nicht so her, dass man hier durch kann. Ach so, okay, locked from the inside. Die Freunde von meinem Dad hat auch gemeint, Michael, du kannst das doch nicht alles in die Waschmaschine schmeißen. Oder Michi, die sagen ja Michi zu mir. Michi, kannst du das nicht alles in die Waschmaschine schmeißen? Ach doch, klar. Das geht doch ein, ja, ja, geht schon ein bisschen ein, aber geht schon noch. Manchmal sind die Bullys doch eh ein bisschen zu groß. Ja, ich nehme das nicht so genau. Vor allem im kleinen Apartment in Seattle oder mittelgroß, keine Ahnung, ihr kennt ja meine Bude. Ich habe ja auch keinen Platz, das irgendwie zum Trocknen rauszuhängen. Das ist natürlich was anderes, wenn man irgendwie einen Garten oder ein Haus hat, dann hängt man es irgendwie da raus oder so. Aber im Apartment, ich habe das immer gehasst. In meinem alten Apartment hatte ich keinen Trockner. Dann hatte ich so eine kleine Abstellkammer, da habe ich dann meine Klamotten zum Trocknen aufgehangen. Dann dauert das ja auch noch ewig, gerade jetzt im Januar oder im Februar. Nee. Das nervt mich viel zu sehr. So, zu lang machen wir nicht mehr. Ich glaube, 17 Minuten waren wir schon drin in der Aufnahme. Hier nochmal großes Lob an OBS.
Super, super geil. Ich hatte ja früher mit anderen Aufnahmesoftwaren, zum Beispiel Bandicam, die an sich eigentlich keine schlechte, also vor allem sehr performante Aufnahmesoftware ist, meinen Erfahrungen nach. Aber wenn das Spiel abstürzt, ist dann auch die Aufnahme kaputt. Was bei OBS nicht so ist, also wirklich. Es ist ja Open Source Projekt, also nochmal riesengroßes Dankeschön und dickes Lob an all die Leute, die da. Okay, da schläft jemand. Die da mitmachen und dazu beitragen, das zu so einer geilen Software zu machen. Super gut. Ich hab den auch mal ein bisschen was rübergelassen an Spende, weil ganz ehrlich, $50 oder irgend sowas, weil ich gesagt habe, hey, sowas hätte ich mindestens für so eine Software bezahlt, wenn nicht mehr. Ich habe damit jetzt über 700 Videos aufgenommen. Und ganz nett, der Entwickler hat mir dann auch zurückgeschrieben, hey, super, danke, wow, krass. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, melde dich gerne. Also super, super nett. Ich habe dann zurückgeschrieben, du, kein Problem. Ich danke dir und euch, dass ihr da so viel Zeit reinsteckt, ne, Freizeit reinsteckt. Für so eine geile Software, ja. Und es ermöglicht ja auch jemand, und ich hoffe, dass das Leute, die finanziellen Möglichkeiten haben, genauso handhaben, ja. Dass man sowas dann halt auch mal entsprechend, da auch mal entsprechend denen eine Gegenleistung gibt. Denn sowas ermöglicht ja auch anderen, zum Beispiel noch jüngeren Let's Playern oder so, oder Streamern, die vielleicht nicht die Möglichkeiten haben, die finanziellen, die es halt dann umsonst benutzen können, wisst ihr? Und dann wir, die ein bisschen erwachsener, die halt erwachsen sind, Geld verdienen etc., müssen das, finde ich, dann unterstützen, indem wir halt dann da entsprechend mal ein bisschen Kohle rüberwandern lassen, um den Jungs halt auch mal unter die Arme zu greifen. Der braucht ja vielleicht auch mal, der Entwickler, selbst wenn man, also wenn man es mal ganz praktisch sieht, der braucht ja vielleicht auch mal ein neues Rig oder irgendwas zum Entwickeln, oder dann geht ihm mal was am Computer kaputt. Es ist ja nicht nur so, dass der sich $50 in die Tasche steckt und da versäuft. Wisst ihr, was ich meine? Und selbst wenn er es macht, hat er es auch verdient. Die Webseite etc. zum Hosten, das kostet ja alles Geld. Also wirklich Respekt, also meinen größten Respekt an alle, die sowas machen. Schade, dass ich jetzt natürlich nur 15 bis 20 Zuschauer auf meine Videos kriege und da natürlich nicht die große Reichweite haben. Aber wenn ich dann irgendwann berühmt werde und sich das ja alle noch im Backlog quasi angucken, weil wenn ich berühmt bin, ist ja ganz klar, dann gehen natürlich alle meine Fans rein und gucken sich die ganzen Videos von mir noch an und dann... hat OBS mal einen schönen Shoutout, wie man das im Englischen so sagt, gekriegt. So, wo müssen wir denn hin? Ich irre hier durch die Gegend. Da gab es nicht groß was zu entdecken, ne? Von da sind wir irgendwie gekommen. Jetzt habe ich so viel gelabert und bin hier rumgerannt und jetzt habe ich mich ein bisschen verlaufen. Ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt, das Ganze zu beenden. Wir gucken uns nochmal ganz kurz hier um. Jetzt schauen wir nochmal hier, nicht, dass ich hier irgendwas übersehen habe. Das sah mir schon so aus, dass hier muss doch noch irgendwas geben. Gab es jetzt gar nichts? Ich meine, da gibt es die Dame, die da pennt. Moment, da oben ist eine Rune 65 Meter, aber da hoch. Ich sehe nichts. So, von hier kamen wir irgendwo. Jetzt gehen wir nochmal ein bisschen da in die Richtung von der Rune. Aber ich sehe echt nichts. Hätte jetzt eigentlich schon gedacht, dass es hier vielleicht noch irgendwas vielleicht liegt, was in der Badewanne. Nee. Legen sie auch ab und an mal ganz gern was rein, oder? Legen sie da was rein? Keine Ahnung, aber generell. Videospiel-Logik. Mein Gamer-Hirn sagt mir, dass in so Badewannen ganz gern mal was liegt. Gerade weil man halt dann hier so durchkriecht und es dann nicht auf dem ersten Blick sieht. So, da müssten wir lang. Hier ist zu. Da oben kannst du noch hoch. Vorsicht, nicht diese Dinger da runterschmeißen. Blumentöpfe heißen die, Michael. So, okay, schleichen wir uns doch mal hier rum gerade. Ich möchte mal gerade noch zu dem Bone Charm. Ach so, eigentlich wollte ich ja Schluss machen. Ja. Oder zu der Rune. Ja gut, hier gehen wir jetzt lang. Ach ja, guck mal, hier geht's auch lang. Das war jetzt wahrscheinlich auch gar nicht mal so schlecht.
Ja, das Level-Design, ich kann es immer wieder sagen, ist schon mega geil gemacht. So, da sind noch ein paar Wachen. Beziehungsweise eine Wache. Was machen denn die? Die umarmen sich? Was ist denn hier los? Da möchte ich eigentlich gerade mal ein Mäuschen sein. Did you bring me something? The silver cigarette case, like we agreed? No. Listen, I can't go on doing this, stealing for you. I'll lose my job. Do you want to be a servant all your life? You're always talking about leaving Karnak on a big white boat, never to come back. You spend your days polishing silver cutlery. Come with me, Beatrix. Let's leave. Could we really get passage on a ship? What if they find us? You know I'll protect you, just like when we were kids. Ah ja, das ist ja auch süß. I promise. Das ist ja auch ganz süß. Die zwei wollen abhauen. Da sieht man mal, die Wachen sind gar nicht... Einer meiner Kommentatoren hat mir das auch reingeschrieben. Die Wachen sind ja gar nicht so böse. Ja, ich suche mir halt immer Ausreden, warum ich dann ab und an mal den einen oder anderen umgebracht habe. Aber die bringe ich jetzt natürlich nicht um. Die sind mir jetzt viel zu sympathisch. Ah, falscher Knopf. Die hätte ich jetzt so oder so nicht umgebracht. Ich probiere das ja schon immer zu vermeiden. Aber gut, wenn sie uns angreifen, ist das ja auch Selbstverteidigung. So, und da habt ihr die Ausrede. Jetzt wollte ich erstmal hier rein und dann... Oh Gott, das ist so geil, das Level-Design, ey. Und dann geht's hier ewig lang weiter. Da möchte ich eigentlich rein, aber jetzt gehen wir erstmal dahinter zu der Rune. Okay, das Tripwire schalte ich noch aus, bevor ich das vergesse. Und dann schmeiße ich euch raus und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ein großes Lob noch. Solche Dialoge würde ich mir mehr wünschen. Na, weiß ich nicht mehr. Die haben schon viele davon im Spiel. Aber das finde ich richtig cool. Das gibt der Welt nämlich noch richtig mal Tiefe. Dann ist das nämlich nicht immer Wache A, B, C, D, die man da bewusstlos wirkt oder killt oder umgeht. Sondern dann haben die halt auch noch ein bisschen mehr Leben und Hintergrundgeschichte. Also sehr, sehr, sehr geil gemacht. Das soll es gewesen sein mit dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie immer, liken, disliken, kommentieren, abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.